Ekzem ist ein Sammelbegriff für heterogene, juckende, inflammatorische Hauterkrankungen, die typischerweise in drei Stadien verlaufen: akut, subakut und chronisch. Ekzem ist nicht infektiös. Synonym für Ekzem ist Dermatitis. Ekzem ist sehr häufig. Ca. 30-50% aller Patienten, die wegen Hauterkrankungen einen Arzt aufsuchen, haben Ekzem. Das Wort Ekzem kommt aus dem Griechischen und bedeutet Aufwallung. Stadien des Ekzems. Akutes Stadium. Fängt mit Erythem an. Auf dem Erythem bildet sich Bläschen und Papillomavesikel, manchmal auch Blasen. Subakutes Stadium. Nach Platzen der Bläschen oder der Blasen kommt es zu einer nässenden exudativen Läsion. Und nach Abtrocknen des Exudats bildet sich, wie Sie hier sehen, Krusten. Das ist das subakute Stadium. Chronisches Stadium. Im chronischen Stadium ist die betroffene Haut schuppig, vergröbert und verdickt. Diese drei Veränderungen nennt man Lichenifikation. Das heißt, im chronischen Stadium ist die Haut lichenifiziert. Es gibt vier Hauptformen von Ekzem: atopisches Ekzem, Kontaktekzem, seborreisches Ekzem und nummuläres Ekzem. In dieser Vorlesung stelle ich Ihnen atopisches Ekzem und Kontaktekzem im Detail vor. Atopisches Ekzem, auch Neurodermitis, endogenes Ekzem oder atopische Dermatitis genannt, ist eine chronisch-inflammatorische Hauterkrankung mit starkem Juckreiz und trockener Haut. Wie bei allen Ekzemformen ist das atopische Ekzem nicht infektiös. In Deutschland ist das atopische Ekzem nicht selten. Es trifft etwa 15-30% der Säuglinge und Kinder und etwa 3-5% der Erwachsenen. Nach Patientenalter gibt es drei Formen von atopischem Ekzem: atopisches Ekzem im Säuglingsalter, atopisches Ekzem im Kindesalter und atopisches Ekzem bei Erwachsenen. Im Säuglingsalter ist das atopische Ekzem meistens im akuten Stadium. Das heißt, Erythem, Vesikel, Papillomavesikel und manchmal auch Blasen, wie man hier sieht. Die Hautveränderung tritt meistens in den ersten Lebenswochen auf und die Babys haben häufig Lebensmittelallergie. Die Prädilektionsstellen sind Gesicht und Streckseite der oberen Extremitäten. Im Kindesalter geht das atopische Ekzem langsam ins chronische Stadium über. Die Prädilektionsstellen sind Ellenbogen, Kniekehlen, Nacken und Fußknöchel. Bei Erwachsenen ist das atopische Ekzem meistens im chronischen Stadium.
Die Prädilektionsstellen sind Ellenbogen und Kniekehlen. Das Ekzem kann aber ausgedehnt sein, wie man hier sieht. Bei manchen Patienten ist das atopische Ekzem leicht provoziert, wie hier. Das atopische Ekzem kann auch vorwiegend auf bestimmte Körperareale beschränkt sein, zum Beispiel Handinnenflächen, Fußsohlen, periorbital, perioral, Ohrläppchen, Genitalia oder perianal. Atopistigmata, auch atopische Diathese genannt, sind bestimmte Merkmale, die eine Veranlagerung zum atopischen Ekzem zeigen. Hierzu gehören unter anderem erhöhter gesamter IgE-Spiegel, trockene Haut, glänzende Fingernägel, Pityriasis alba, trockene, feinschubige, helle Flecken, die vor allem im Gesicht auftreten, Keratosis bilaris, multiple, raue, keratotische, follikulär gebundene Parabeln, hauptsächlich an den Streckseiten der Oberarm und Unterschenkel, hierbei Linearität der Hände, so viele Falten an den Handinnenflächen, eine doppelte Lidfalter am Unterlid, das sogenannte Denny Morgan Falter, hellonierte Augen, dunkle Haut im Bereich der Augen, Ausdehnung der seitlichen Augenbrauen oder Hertoger Zeichen, weißer Dermographismus. Nach dem Bestreichen der Haut mit einem stumpfen Stift oder Holzspaten kommt es normalerweise zu roten Streifen, die aufgrund einer Vasodilation auftreten. Bei Patienten mit atopischem Ekzem oder einer Veranlagung zum atopischen Ekzem kommt es zu weißen Streifen wie hier. Der Verlauf des atopischen Ekzems ist schubartig und chronisch rezidiv. Intensität der Erkrankung nimmt meistens mit zunehmendem Alter ab. Manche Patienten entwickeln andere Erkrankungen des atopischen Formenkreises wie Asthma, allergische Rhinitis oder Lebensmittelallergie, der sogenannte Atopic March. Die Komplikationen des atopischen Ekzems sind bakterielle Infektionen, virale Infektionen, zum Beispiel Mollusca contagiosa, verursacht durch Molluscum contagiosum Virus aus der Gruppe der Bockenviren, oder Ekzeme herpeticatum, verursacht durch Herpes simplex Virus, und psychologische Störungen durch den starken Juckreiz. Die Pathogenese des atopischen Ekzems ist sehr kompliziert und nicht komplett klar. Ich versuche es Ihnen so einfach wie möglich zu machen. Unser Epidermis besteht aus 4 Schichten: Stratum basale, Stratum spinosum, Stratum granulosum und Stratum corneum. Stratum corneum macht unsere Hautbarriere und verhindert das Eindringen von Reizstoffen, Allergenen und Bakterien in unsere Haut. Darüber hinaus verhindert es den Verlust von Hautwasser. Ein wichtiges Protein für die Hautbarriere ist Phlegrin. Patienten mit atopischem Ekzem
haben eine genetisch bedingte defektive Hautbarriere, meistens durch Funktionsverlustmutationen im Flagrin-Gen. Eine defektive Hautbarriere erleichtert das Eindringen von Bakterien und Allergenen in der Haut und darüber hinaus den Verlust von Hautwasser, was trockene Haut verursacht. Durch alle diese Umstände kommt es zu einer abnormen Immunantwort und Vermehrung von TH2-Lymphozyten sowie vermehrte Produktion von Interleukin 4, was die Hautmanifestationen auslöst. Diese inflammatorische Reaktion verschlimmert mehr den Zustand der Hautbarriere, was weiter zu mehr inflammatorischen Reaktionen führt und so weiter. Therapiemöglichkeiten sind Basistherapie, spezifische antiinflammatorische topische Therapie, Phototherapie und systemische Therapie. Basistherapie besteht aus Hautpflege. Der Patient muss ständig seine Haut pflegen, da er eine defektive Hautbarriere hat. Spezifische antiinflammatorische topische Therapie sind Glukokortikosteroide Klasse 2 bis 3, Calcineurin-Inhibitoren, Tacrolimus und Bimecrolimus, Phototherapie UVB-311 oder UVA1. Systemische Therapie sind Cyclosporin oder Methotrexat und neulich Biologics oder Biologica. Zugelassen gegen atopisches Ekzem ist Dupilumab. Dupilumab blockiert spezifisch Interleukin-4-Rezeptoren. Welche Formen der Therapie man anwendet, ist abhängig von der Ausdehnung und Form des atopischen Ekzems. Kontaktekzem. Ein Kontaktekzem ist eine inflammatorische Hautveränderung, die nach Kontakt mit externen Faktoren entsteht. Kontaktekzem kann allergisch oder toxisch bzw. irritativ sein. Allergisches Kontaktekzem. Ein allergisches Kontaktekzem ist eine inflammatorische Hautveränderung, die nach Kontakt mit externen Allergenen entsteht und auf einer Typ 4 Immunreaktion basiert. Nun, was ist ein Allergen, auch Haptin genannt? Es ist eine niedermolekulare Substanz, die sich nach Durchdringen des Stratum Corneum an ein Trägerprotein der Epidermis bindet und ein Antigen bildet. Allergisches Kontaktekzem ist ein Problem, weil es 90-95% aller Berufsdermatosen ausmacht. Allergisches Kontaktekzem ist eine Typ 4 Immunreaktion und tritt in zwei Phasen auf. Sensibilisierungsphase dauert etwa 8 bis 15 Tage und Auslesungsphase dauert wenige Stunden bis zu etwa 2 Tage. In der Sensibilisierungsphase dringt das Allergen in die Epidermis ein, bindet sich an ein epidermales Protein und bildet ein Antigen. Das Antigen wird von den Langerhanszellen erkannt und an die T-Lymphozyten in den Lymphknoten weitergegeben. Dadurch kommt es zur Produktion von
antigenspezifischen T-Lymphozyten, die im Blut zirkulieren. Das heißt, die Sensibilisierungsphase fängt mit Penetration des Allergens in die Epidermis an und endet mit der Bildung von antigenspezifischen T-Lymphozyten. Nach erneutem Kontakt mit demselben Allergen wiederholt sich der erste Schritt der Sensibilisierungsphase. Aber das Antigen wird direkt von den Langerhanszellen an die antigenspezifischen T-Lymphozyten weitergegeben. Die antigenspezifischen T-Lymphozyten setzen Botenstoffe frei, die die Krankheitsmanifestationen verursachen. Hier sehen Sie die Histologie des allergischen Kontaktekzems im Vergleich zur normalen Haut. Die Entzündungsreaktion hat zur Bildung von Ödemen zwischen den Keratinozyten der Epidermis geführt. Das nennt man Spongiose. Wenn die Spongiose zunimmt, kommt es zur Degeneration der Keratinozyten und es bildet sich ein intraepidermales Vesikel. Dieses Dia zeigt die häufigen Kontaktallergene in Europa, von Nickel bis zum Biabin-Mix. Die Hautveränderung beim allergischen Kontaktekzem ist immer mit einem starken Juckreiz verbunden und beschränkt sich auf die Kontaktareale mit den Allergenen. Es läuft in drei Stadien wie bei allen Ekzemen ab, akut, subakut und chronisch. Hier ist ein chronisches Stadium, wobei die betroffene Haut lesionifiziert ist. Die beschuldigten Kontaktallergene können durch den Ibukotan-Test nachgewiesen werden. Hier werden Pflaster mit den verdächtigen Stoffen auf die unveränderte, nicht vorbehandelte Haut in bestimmter Konzentration aufgebracht. Nach 24 Stunden entfernt man die Pflaster und liest die Testergebnisse ab. 30 Minuten, 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden nach Pflasterentfernung. Die Beurteilung der Testergebnisse ist wie folgt: 0 keine Reaktion, plus Erythem, eventuell leichte Infiltration, 2 plus Erythem, Infiltration und eventuell Pabeln, 3 plus Erythem, Infiltration, Bläschen. Hier ist eine 2 plus positive Reaktion und hier eine 3 plus positive Reaktion. Hier sind Beispiele für allergisches Kontaktekzem auf Nickelsulfat, auf Pflanzen, auf Bremeln. Sonderformen des allergischen Kontaktekzems sind photoallergisches Kontaktekzem, irogenes allergisches Kontaktekzem und hämatogenes allergisches Kontaktekzem. Photoallergisches Kontaktekzem ist eine inflammatorische Hautveränderung, die nach systemischem oder externem Kontakt mit Allergenen entsteht und auf einer Typ 4 Immunreaktion basiert, wobei UV-Licht essentiell als Auslöser ist.
Der Nachweis der Photokontaktallergene erfolgt durch Photopatch-Test. Der Photopatch-Test ähnelt dem Ebikotan-Test, aber nach dem Entfernen des Testpflasters wird nur eine Seite mit UVA bestrahlt. Die Beurteilung der Testreaktionen erfolgt unmittelbar sowie 24, 48, 72 und 96 Stunden später. Die unbestrahlte Seite dient als Kontrolle. Hier ist ein Patient mit photoallergischem Kontaktekzem. Nur lichtexponierte Arealen sind befallen. Das erogene allergische Kontaktekzem ist ein allergisches Kontaktekzem, das durch luftgetragene Allergene, zum Beispiel Bestandteile von Pflanzen oder Zementstaub oder Holzstaub, ausgelöst wird. Hier ist ein Beispiel für erogenes allergisches Kontaktekzem. Wie Sie sehen, die Ekzemveränderung ist im Bereich der unbekleideten Areale, vor allem im Gesicht und Dekolleté. Und hier sind die Ebikotan-Testergebnisse. Der Patient ist allergisch auf verschiedene Pflanzen. Das hämatogene allergische Kontaktekzem ist ein allergisches Kontaktekzem, das durch eine systemische Allergenzufuhr ausgelöst wird. Als Allergene kommen zum Beispiel Metalle wie Nickel, Chrom, Kobalt oder Gold sowie Medikamente, Pilzantigene und Nahrungsmittel in Frage. Meistens äußert sich das hämatogene allergische Kontaktekzem klinisch als generalisierte exanthematische Ekzemreaktion. Wie behandelt man das allergische Kontaktekzem? Vermeidende Ursache ist sehr wichtig, denn ohne die Ursache zu vermeiden, geht das Ekzem nicht weg. Lokal steroidhaltige externe, manchmal braucht man auch steroidsystemisch. Toxisches Kontaktekzem. Ein toxisches Kontaktekzem ist eine unspezifische inflammatorische Hautveränderung, die nach Kontakt mit irritativen Substanzen entsteht. Ein toxisches Kontaktekzem entsteht durch direkte Hautschädigung. Synonym für toxische Kontaktekzem ist irritatives Kontaktekzem. Toxisches Kontaktekzem kann akut oder chronisch sein. Ursache für akutes toxisches Kontaktekzem ist Kontakt mit scharfen Substanzen, zum Beispiel Säuren und Laugen, meistens im Rahmen eines Arbeitsunfalls. Hier ist ein Beispiel für akutes toxisches Kontaktekzem nach Kontakt mit einer Säure am Arbeitsplatz. Und hier ist die Histologie: starke Schädigung der Epidermis durch direkten Kontakt mit einer scharfen Säure. Chronisches toxisches Kontaktekzem entsteht durch wiederholten Kontakt mit irritativen Substanzen, zum Beispiel Desinfektionsmitteln oder Arbeitssubstanzen.
Hier sind Beispiele: Krankenpfleger, chronisches toxisches Kontaktekzem durch wiederholten Kontakt mit Desinfektionsmitteln, Glaser, chronisches toxisches Kontaktekzem durch wiederholten Kontakt mit Glassplittern. Sonderformen des toxischen Kontaktekzems sind phototoxisches Kontaktekzem und Phytophotodermatitis. Phototoxisches Kontaktekzem ist eine unspezifische inflammatorische Hautveränderung, die klinisch einem Sonnenbrand ähnelt und nach gleichzeitiger UV-Lichtexposition und Kontakt mit phototoxischen Stoffen entsteht. Hier ist ein Beispiel: phototoxisches Kontaktekzem nach Sonnenbank und gleichzeitiger Anwendung von Nachtkerzenöl. Phytophotodermatitis bezeichnet ein phototoxisches Kontaktekzem, wobei die phototoxischen Substanzen psoralenhaltige Pflanzen sind. Ein Beispiel für psoralenhaltige Pflanzen ist die Herkulesstaude. Und hier sehen Sie ein Beispiel für Phytophotodermatitis. Therapie des phototoxischen Kontaktekzems: steroidhaltige Externe, manchmal auch steroidsystemisch oder systemische Antiphlogistika.